Gerade mal anderthalb Monate ist es her, das Nachholspiel vom zweiten Spieltag. Da trafen genau diese beiden Mannschaften im Derby aufeinander. Es resultierte ein 1:1 durch ein HSV-Tor in allerletzter Minute. Die sportliche Großwetterlage in diesem Spiel hat sich für beide Mannschaften weitestgehend beruhigt. Beide stehen nicht auf einem Abstiegsplatz, aber trotzdem noch in einer nicht ungefährlichen Nähe zu eben diesen. Hinein in ein im wahrsten Sinne des Wortes stürmisches Spiel. Der HSV mit der überzeugenderen Anfangsphase in den weißen Trikots von links nach rechts. Über Niklas Schneider, der bringt ihn in die Mitte zu Tobias Fagerström. Erste Chance des Spiels noch deutlich über den Kasten. Die Rothosen haben seit dem letzten Derby in der Regionalliga Nord nicht mehr gewonnen. Das sollte sich natürlich ausgerechnet heute ändern. Ali Du mit der Hereingabe und Sanogicica heil. Julian Barkmann, der dritte Keeper, der beim FC St. Pauli in dieser Saison zum Einsatz kommt, zur Stelle. Richtung Mitte des ersten Durchgangs glich sich das Spiel dann aus und St. Pauli kam mehr und mehr zu Offensivgelegenheiten. Das ist die erste Cimel Sesser und ein guter Ball zum Warmwerden für Kevin H., der dann aber mehr zu tun bekommen sollte, wie hier aus der zweiten Reihe Sing Won Lee und wieder Kevin H. sicher zur Stelle. Die Kiezkicker immer wieder über Wiekow, über die rechte Seite, gut hereingegeben, aber Cemal Sisser verpasst den im Zentrum. Aber defensiv konnten beide Teams, Achtung Wortwitz, die meisten Löcher stopfen. Daraus resultierend ein 0-0 nach 45 Minuten. Rein in Halbzeit 2 und wieder ist es der HSV, der ein Hauch gefährlicher aus der Pause kommt. Maximilian Geißen eine Etage zu hoch. Dann die 54. Minute Einwurf über die rechte Seite. Das ist Heil auf Pinkert. Ball in die Mitte. Da wird er zunächst entschärft, aber Ali Du hält den warm. Und dann kommt Niklas Schneider an die Kugel. Ball noch abgefälscht. 1:0 für den HSV. Und es ist ein besonderes für Niklas Schneider. Sein erstes Tor im 16. Spiel in der Regionalliga Nord. Das eigentlich wohl eher als eine Hereingabe gedacht, aber abgefälscht von St. Pauli Innenverteidiger Florian Carstens. Und weiter die Gastgeber und weiter mit guten Angriffen. Stefan Ambrosius, ein Innenverteidiger, auf Abwägen, geht in den Strafraum. Ball auf Schneider. Und der bringt den in Richtung Ogechika Heil. Guter Angriff, allerdings mit zu viel Streuung im Abschluss. Aber der FC St. Pauli keinesfalls spielerisch unterlegen. Sie taten sich nur schwer, die Angriffe durchzuziehen. Wieder der starke Wiekow und dann der Ball quergelegt auf Robin Meissner. 1:1. St. Pauli kommt zurück und das Ganze 9 Minuten vor dem Ende. Robin Meissner mit seinem 6. Saisontor. Das sind die meisten beim FC St. Pauli. Und kurz vor Schluss hatte dann St. Pauli auf einmal sogar die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Bednarczyk. Wieder einmal auf Jannis Luka Wiekow, der Offensivmotor, der Initiator auf der rechten Seite. Allerdings klärt Pinkert. Am Ende steht ein 1:1 Unentschieden, wie schon vor 1,5 Monaten im Regionalliga-Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. Nur heute erzielt St. Pauli und nicht eben der HSV den späten Ausgleich. Der Fußball ist doch irgendwie gerecht. Relativ ausgeglichen fand ich eigentlich, wir haben ganz gut angefangen. Gerade die erste halbe Stunde war, glaube ich, schon, dass wir da das Spiel bestimmt haben. Dann hat Pauli sich gut zurückgekämpft. Zweite Halbzeit, ja, würde ich auch sagen, hatte Pauli schon eher die Kontrolle über das Spielfeld, aber ist auch nicht zu zwingenden Chancen gekommen auf beiden Seiten. Also ich glaube, dass beide ein Tor gemacht haben, ist irgendwo gerecht. Hätte vielleicht auch 0-0 ausgehen können. Mit ganz viel Pech kriegen wir noch das 2-1 zum Schluss. Genauso gut hätten wir vielleicht, wenn wir im Konter besser ausgespielt hätten, auch noch ein Ding machen können und hätten dann ein bisschen glücklich gewonnen. Aber ich denke, das 1-1 geht so völlig in Ordnung. Ja, ich glaube, das Unentschieden war gerecht. Ja, der Platz war nicht in dem besten Zustand, was wir aber auch erwartet haben, nach der Woche. Und ja,
gerechtes Unentschieden. Und wir haben die Serie gehalten. Und nach dem jetzt das zweite 1:1 gegen HSV und am Ende, glaube ich, gerecht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.